Hallo und willkommen zu Company Heroes 2. Wir spielen diesmal die Seiten der Russen und hier ist gerade die Schlacht zugange um Stalingrad und ist nicht ganz einfach hier die Stadt wieder zurückzuholen. Hier müssen wir uns gerade darum kümmern, dass wir die Panzerabwehr und die Artilleriegeschütze ausschalten. Diese können wir auch einnehmen und dann für uns selbst benutzen. So, da ist so ein böses Geschütz. Ja, dann wollen wir das Ganze mal mit einer schönen geworfenen Handgranate beenden. Voila, voila. Die Flanke müssen wir die Sicht behindern. So, an dieser Stelle müssen wir jetzt auch etwas taktischer vorgehen. Und zwar werden wir hier von einer MG flankiert. Eine Rauchgranate hilft uns hierbei, dass wir auf die andere Seite kommen und danach die MG flankieren können. Schnell, Bewegung! Wir geben uns jetzt dorthin! Auch hier stoßen wir massig auf Widerstand, aber für uns kein Problem. Nehmen Sie die Waffe in Besitz! So, jetzt befinden wir uns auch schon hinter dem MG-Nest. Ja, dann nehmen wir die Kollegen mal aufs Korn. Na, ganz schön hartnäckig, diese Jungs hier. So, MG erfolgreich ausgeschalten. So, ein verlassenes Geschütz. Ja, das krallen wir uns auch gleich mal. Sofort an diese Waffe! Kommandant, bringen Sie die Panzerabwehrkanone durch die Ruinen und zerstören Sie diesen Panzer! Ja, optimal. Dann wollen wir das gleich mal machen. Panzer 4 ausschalten! Verdammte Hoch! Scheiße, Querschläger! Nochmal feuern! Scheiße, nachladen! Beeilung! Wow, wurde auch Zeit. Echt, in letzter Sekunde. Hui, ihr bämmt die Kurve. Ziel zerstört! Auf Befehl von Genoss Stalin! Wer sich zurückzieht, ist Vaterlandsverräter! Dreht euch um und kämpft, vergab! Feuer! Sie wurden gewarnt! Sofort angreifen! Einsatz erfolgreich ausgeführt.
weiß. Die Deutschen wollten sich ergeben und... Es war ein ruhmreicher Sieg an diesem Tag. Ruhmreich? Sagen Sie mir. Wann haben Sie den Glauben an die Sache verloren? Bei unserem ersten Treffen waren Sie noch voller Glauben. An die Männer? Ich habe immer an Sie geglaubt. Ich bin Oberst Schurkin vom NKWD. Major Borodin wurde wegen Inkompetenz suspendiert. Ich habe das Kommando. Genossen, die Deutschen sind fast bei uns. Unsere Front zieht sich wieder zusammen. Uns fehlen die Ressourcen, um die Deutschen aufzuhalten. Aber wir müssen sie ausbremsen und unseren Zivilisten Zeit für die Flucht verschaffen. Leutnant. Isakovic, Lev Abramovic, Genosse Oberst. Ja, Leutnant, wir müssen Zeit gewinnen. Nicht nur für die Zivilisten hier, auch für Moskau. Außerdem dürfen die Deutschen unsere Vorräte nicht bekommen. Alles, was wir nicht auf den Zug laden können, muss vernichtet werden. Bewegung, Bewegung, Bewegung! Los geht's, Genosse! Ja, wie es Mission 2 weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Part. Bis dann. Genosse Leutnant Isakovic, während unsere Männer den Zug beladen, wird Ihre Einheit alle verbleibenden Kriegsgüter evakuieren und vernichten. Zuerst halten Sie den Feind an der Front auf, während unsere Laster evakuiert werden. Nach der Abfahrt locken Sie ihn in die Stadt, wo unsere Pioniere Sprengladungen platziert haben. Vernichten Sie alles, was die Deutschen gebrauchen könnten. Ziehen Sie sich dann zum Zugdepot zurück, wo Sie den Zug bis zur Abfahrt beschützen. Wenn der Zug abfährt, gehen Sie zum Sammelpunkt hinter der Brücke. Sind Sie bereit, Ihre Befehle auszuführen, Leutnant Isakovic? Fürs Vaterland! Fürs Vaterland!